So, schon wieder morgen. Frisch geduscht. Und mal gucken, Kartoffeln, das aussieht. Ich mal eben, könnte ich hier eigentlich, mache ich auch, ich mache hier die Wiese fertig. Denn die Sämaschine dafür. Mit der. Alles da. Traktor holen. Wickel die Dreck. Okay, Anhänger. Nimm einfach mal den hier. So. Ich hoffe, ich kann damit Gras sehen. Wiese fertig. Auch der Kombo da gestanden. Naja, mal. Irgendwie sind mir die Maschinen zu groß oder die Löcher hier sind zu klein. So. Das kann er wunderbar. Sollte ich vielleicht mal wieder nach den Schweinen gucken, ne? Sind die verhungert? So. Kreiselhecke. Okay. Sieht komisch aus hier. Den Pflanzensensor anschalten. Tipp. Moment, sehe ich noch nicht, dass er hier überhaupt irgendwas ansieht.
vielleicht noch Weizen oder so. Im Moment bin ich gerade skeptisch, ob der überhaupt irgendwas ansät. Auch nichts drin, du Schlumpf. Ja, voll. Das kann man auch machen. Soll das wohl nichts werden? So. Guck mal, ob wir überhaupt Saatgut hier haben. Dumm. Alles oder was? Also, auf ein neues. Ja, Frau Holzer, wenn man ein bisschen dumm ist, ne? Anders aus hier. Einmal hier am Rand lang.
mal, das schunkelt aber hier, du. Du bist ja seekrank, nicht? So. Mit dieser Seemaschine komme ich auf Dauer auch nicht weit. Schmal ist etwas. Rum. Zaun ist auch zu dicht an der Wiese irgendwie. Schön dicht alles hier, Mensch. Jemals wieder was wächst. Ich wollte gerade sagen, ich sehe überhaupt keinen, aber er ist fleißig. War schon schockiert, Max kommt nicht zur Arbeit, aber der braucht genau viel Geld, ne? Ich bin ja überhaupt 6.000, 3.000. Vergessen, was ich mit dem Haus gemacht habe. Hui. Ich könnte mich jetzt so richtig bescheißen, ne? Sieht so aus.
letzte Runde geschafft. Wir müssen wir später noch mal nachsehen, müssen wir mal gucken. Ganz schöne Löcher drin hier. Und drin siehst du natürlich nichts, ne? Hier ist nichts zu machen, ne? Und wo? Ne. Wird noch nichts. Interessant finde ich das ja, ne? Von allein wächst hier nicht mal Unkraut. Ich weiß, ich hätte ausheben müssen. Klein die Sämaschine hier. Sind bei Jahren noch nicht fertig. Vielleicht doch mal was Größeres besorgen, aber was? Der ist hier affig bei hier. Versuch mal eben den Mist hier wegzukriegen.
Oh, das geht. Ist doch schön, morgens um kurz nach 8 übers Feld zu fahren, ansehen, vorriechen, hören. Oh, mal im Ernst mit dem Dings, wirst du doch affig hier. Schön, aber selten, was ich hier mache. Hey, lass mal gucken. Eieiei. Maschinen. Wartenzuckerrohr, bla bla bla. Konzept. So, die haben wir jetzt. Ja, 3 Meter. Da bist du ja nie mit fertig. Sind auch 3 Meter. Hier. Hat 6. Halb. 8. Mutter hat auch 3. Bin es zu groß. 12. Hier. Hat er nicht dabei, was die kann? Meter, doppelte Breite. Sieht natürlich massig aus, ne? Breite wäre schon schön. Und das Geld hätten wir ja, das wäre ja nicht das Problem, ne? Mal das Tor zum Wetter. Ja, komm schon, Baby. Nicht mal zu, dieses Loch.
fürchte ich. Ist der Acker zu Ende? So, hier sieht das ja noch ganz gut aus. Ob der Max spricht heute nicht mit mir. Habe ich gestern wohl geärgert oder so. Wahrscheinlich, weil ich ihm das letzte Stück Steak vom Teller geklaut habe. Hey. Das könnte sein, ja. Ist ja auch mal schön, so Wiese ansehen, ne? Doppelte Breite wäre natürlich doppelt so schnell fertig. Ihr seht schon, es juckt wieder in meinem Portemonnaie hier. Wenn Julia nicht kauft, ist er nicht zufrieden. Muss mal gucken, wo der Max ist. Ein Traktor. Einen. Ja, wunderbar. Dann. Hallo. Moin. Moin. Ja, Mensch. Ist ja fleißig. Ich mach mal schnell aus. Du bist ja fleißig. Ja, natürlich. Natürlich. Wie schaut's denn aus? Hast du noch Saatgut oder hast du schon bestellt oder bestellst du noch? Hast du
Hast du das aus dem Kubota schon draußen? Nein, habe ich noch nicht. Also im Radlader hängt noch ein. Und weil sie hier in dem Frontlader mit, hängt noch ein Sack. Naja, mit etwas Glück langt es für dieses Feld sogar noch. Mit etwas Glück. Ja. Also mit dem, was im Frontlader ist, müsste es auf jeden Fall ausreichend sein. Nur für Feld 3 und Feld 2 langt es halt dann nicht mehr. Notfalls holen wir Neues oder sehen da was anderes an. Mais könnten wir auch noch machen. Oh, Mais klingt gut. Dass wir Silage kriegen für die Kühe und so später. Denk mehr an deine Schweine. Mehr an deine Schweine. Ja, also du brauchst auch Körnermais, nicht nur Silage. Und zwar ja, auch. Körnermais. Ne, dann hau auf die anderen Mais drauf. Weil du hast ein Grasfeld, oder? Ja. Gras kann man auch silieren. Ja, da würde ich fast das sagen. Bin ich gerade am Ansehen. Ja, genau. Das kann man ja silieren. Wollte ich. Ich meine, gut, klar, aus dem Maisfeld kriegst du deutlich mehr Silage raus als aus dem Grasfeld, aber jetzt mal für die Schweine gesehen, wäre Körnermais wohl sinnvoller. Im Zweifel können wir ja zukaufen. Stimmt so. Ich auch. Oder sag Schweinefutter kostet die Welt, oder? Eben drum, ja, oder Silage zu kaufen oder was auch immer. Oder Mais zu kaufen, Häckselkot zu kaufen. Geht ja alles im Zweifel. Ja, ja. Dann gehen wir hier anschließend. Machen das, glaube ich, auf Bio. Jo. Da gehen wir dann mit einer Hacke oder so rüber. Jo, klingt immer gut. Wegen Unkraut. Kannst aber auch Unkraut, kannst du auch striegeln, oder nicht? Ja, striegeln oder halt später eine Hacke, ne? Ja gut, kommt darauf an, wann du drüber kommst. Bei striegeln genau. Geht ja, glaube ich, bloß in der ersten Wachstumsperiode. Also sprich, bei ganz, ganz jungen, sprießendem Gemüse, sage ich jetzt mal. In der zweiten Stufe würde dann kaum die Hacke rumkommen. Ich habe nämlich jetzt hier gerade mit dem Laptop hier gemessen. Und der sagt, das Unkraut wächst schon so, dass man mit einer Hacke drüber müsste. Ja gut, wenn das... Wenn du das sagst, dass man da mit der Hacke drüber muss, dann ja, ist das halt so. Ne? Boah, ich werde mir für die Wiese eine größere Sämaschine. Das geht ja nicht. Die ist ja für 4 Meter oder so. Ich hätte jetzt auf 3 Meter getippt. Stimmt, 3 Meter hat sie. Weil die ist ja kaum breiter als der Schlepper. Ja, ich habe gedacht. Hältsten davon bei der Sätechnik. Warte mal, ich mache mal den Katalog auf. Sätechnik. Es funktioniert. Federstand mit 8 Meter. Ein bisschen kritisch wohl auf dem Feld, wa? Meine was? Federstadt, A8000S Rapid. Boah. 8 Meter hat die. Ein bisschen mehr als das Doppelte. Boah, musst du mal ausprobieren. Lass dir doch einfach mal einen Vorführer geben. Könnte man machen, ja. Du musst ja nicht gleich also kaufen. Du kannst ja mal sagen, du möchtest das erst ausprobieren, ob das überhaupt für deine Felder geeignet ist. Wird ja irre dabei. Ja. Ich hab dich gerade schon mal fahren sehen und dann denke ich mir so, ja. Rassen mit 3 Meter, sportlich. Ja. Nee, das machen wir nicht.
Boah, dann machst du dies noch fertig, dann haben wir drei Kartoffelfelder oder zwei. Das ist das dritte jetzt. Du Ja. hast quasi auf der 15? Nee. 13, genau. 13 und auf der 16 habe ich schon Kartoffeln. Ja. 17 hier und dann hast du ja noch gesagt, 3 und 2 wolltest du eigentlich noch, aber wenn ich mir hier so das Ertragspotenzial anschaue, kommt ja eigentlich ordentlich was bei rum, oder? Das Laptop, die App sagt 61,3 Tonnen pro Hektar. Ja, genau, weil du hast was gesagt von 63 Tonnen pro Hektar. Ich weiß jetzt, Also gut, ich das weiß wird jetzt nicht, wie erwartet. groß deine Felder sind und ob das jetzt viel oder wenig ist, aber ich würde sagen, 63 Tonnen ist er massig. Erst einmal bewegen, ne? Der A-Wert ist perfekt, Stickstoff ist perfekt, sogar zu hoch. Und Ertragspotenzial 100% wäre 62 Tonnen pro Hektar. Ja, gut. Also wir sind nicht weit davon weg. Ja, deine Prozent wird jetzt wahrscheinlich wegen dem Unkraut sein, oder? Das ist möglich, ja. Ah, das wird eine schöne Ernte. Ja, ich hoffe mal, dass ich vorm Regen fertig werde, weil die Wetter-App sagt nämlich Regen voraus. Wir können demnächst auch mal über den Hof laufen und mal gucken, was so an Maschinenzeugs nicht mehr gebraucht wird. Ja, ich hätte auch noch was. Kommen wir jetzt auf. Ich hätte auch noch einen Anhänger zum Abgeben, den ich absolut nicht brauche, weil es ein Drehschimmel ist. Also den verweigere ich auch, wenn es städtisches Eigentum ist, aber diesem Hänger werde ich definitiv keine Schweine transportieren. Ach, ich weiß, welchen du meinst. Ja. Doch, Ja, doch. der war bei dem LKW mit dabei. Achso, Also, meinetwegen Ja. kann auch der kleine LKW, den ich aktuell fahre, kann auch weg, weil ich habe ja noch den großen, diesen Sattelauflieger. Reicht ja eigentlich, oder? Der langt ja dicke aus. Was ist jetzt bei der BGA? Hast du da schon was gemacht? Ja, die Keilsilos sind weg. Super. Kannst ja jetzt Klima Keil, produzieren. die Keilsilos haben sie jetzt quasi über Nacht demontiert. War ja nicht allzu viel, waren ja bloß drei Wände. Wir haben die mal eben schnell weggestemmt. Mich hat es ja eh Demo gewundert, Hotel. dass die Naja. so schnell da waren, weißt. Hat mir eh gewundert, dass die, also die waren ja echt flott, muss man sagen. Nur, dass die das nachts machen, neben dem Hotel da. Himmel, Herrgott. Ja. Sind echt Also angstfrei. ich habe davon nicht allzu viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen, Julia. Also ich habe geschlafen wie ein Murmeltier, bis der Wecker um vor 7 geklingelt hat. Bin mir noch eine Kanne Kaffee reingepresst und um 8 ging es dann schon aufs Feld. Ja, was wolltest du da sonst noch machen? Ach so, etwas vergessen. Was denn? Was haben wir eigentlich an Lohn ausgemacht? 3,6. 3,6. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass das nicht nur drei waren? Nö. Muss man das mal notieren. Pass auf. Ich hab's nämlich vergessen. Wir machen da vier von. Ach, gar nichts mehr. Ich bin gerade sprachlos. Hast du gerade gesagt, du gibst mir eine Gehaltserhöhung? Ja, wir machen da vier von. Glatte Summe. War Bei sechs geil. kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, es wären drei gewesen oder sechs. Ich wusste es selber nicht mehr. Nee, 6 war zu viel.
machen wir jetzt vier. Vier klingt doch optimal. Merz hat ja noch ein paar Tage, aber wenn du willst, zahle ich dir das schon. Ach nö, du willst. Das langt am Ende vom Monat. Ich habe ja noch ein bisschen. Oh, 50 habe ich ja noch auf dem Konto. Weil diese Federstadt. Was will ich denn jetzt? Will ich die mal mieten? Ja. Testweise einfach mal. Denn schauen, was dabei rauskommt. Oh, genau. Okay. So, dann würde ich sagen, machst du das Feld noch fertig? Ja, aber irgendwie vergeht die Zeit heute überhaupt nicht, habe ich so das Gefühl. Ja, es ist, wird nicht später. Das liegt an meiner kleinen Sämaschine. Dann machst du das noch fertig und dann machen wir morgen den Mais. Ja, ja, das klingt super. Ich glaube, das. Ne, Bockers, kannst du noch kurz nach den Schweinen gucken wegen Futter? Ja, ja, ja. Weil davon habe ich ja auch was. Was denn? Da habe ich ja dann auch was davon. No. Das klingt super, wenn wir das dann so machen. Ah, wenn die erste Sau geschlachtet wird, dann bin ich dabei. Ja, aber sowas von. Ich meine, du kriegst es ja mit, das sind ja deine Schweine. Wenn ich sie abhole, kriegst du ja mit, ne? Ja. Kopf ab und wie das so funktioniert. Ja, da bin ich auch gespannt. Da bin ich auch gespannt. Nee, da machen wir das so. Wenn ich das Feld jetzt fertig machen soll, dann schwinge ich mich doch gleich wieder drauf und mache gleich weiter. Ja, wenn sie zu. Mach die Wiese. Mach das. Junge, 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 die Lenkung hier hat's aber auch. Dann kriegen wir ja viele schöne Kartoffeln. Vielleicht auch welche für Futterkartoffeln verwenden. Ein Teil an die BGA verticken. Kriegt der Max 4000. Habe ich drei gesagt, Leute, oder? Drei, sechs. Never. Dem habe ich 1,5 Abschlag bezahlt gehabt, glaube ich. Na, Frau Holzer wird alt. Was willst du machen? Passen Sie auf. Nimm jetzt aber auch keinen zusätzlichen Sack mit. So, kann dann nämlich eventuell weg.
Sollte auch Gras können, oder? Ja. Fühlt sich irgendwie leichter an hinten dran. Aber auch im Betrieb ist unglaublich. Oh, rappelt ganz schön hier drin, du. Mann, Mann, Mann. Oh, wenn das klappt mit dieser Maschine, ne? Eine schöne Sache. Oh, jetzt mit dem Ding hier irgendwie rein. Sieht auch größer aus, als er ist, ne? So. Mal gucken, was da mal rauskommt. Ah, es sieht schon ganz anders aus hier. Alles ist besser, das geht auch. Nicht zu groß, nicht zu klein. Genau, passend. Viel besser, viel, viel besser. Werde ich dann auch die Stellen noch mal anfahren, die andere nicht wollte. Vielleicht klappt das. Das wäre natürlich eine Sämaschine, wo ich überhaupt nicht mehr arbeiten müsste, ne? Ist gut, die behalten wir.
perfekt. Komm mal ein bisschen am Zaun hängen, damit wir noch ein bisschen gucken. Das geht gut von der Hand. Aber ich werde mir jetzt mal den Max schnappen. So. Wollte ich gerade anfunken. Kommst du gleich rein zum Frühstücken? Ja, selbstverständlich. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich drin, ne? Ja, ich bin gleich da. Frühstück lasse ich mir jetzt mal sagen. Wünsche da. So, dann werden wir jetzt schön frühstücken und nach dem Frühstück weitermachen. Ja. Lange genug. Ja, definitiv. Da hast du recht. Mit der Maschine. Ich denke, die werden wir kaufen. Wirst du kaufen? Genau die passende Größe. Ach, schau. Aber das machen wir dann später. So, ich gehe mal auf eine Runde auf dem Lokus. Alles klar. Ich koche mal Kaffee. Jo.